Ja, KI wird uns weiter beschäftigen, das haben wir eben gehört. Und dieses Bild hier, was aussieht, als könnte es nicht echt sein, ist es aber tatsächlich. Donald Trump wurde gestern als erster ehemaliger US-Präsident wegen eines Verbrechens angeklagt. Hier wird er gerade in den Gerichtssaal geführt. Aber wie ernst sind die Vorwürfe gegen ihn und wie reagieren die Amerikaner? Wir haben das für Sie mal kurz zusammengefasst. Ein Tag wie im Film. Hauptdarsteller ist der ehemalige US-Präsident Donald Trump. Schauplatz: Bundesgericht in Manhattan, New York. Das Drehbuch dieser Trump-Show hat diese Dame geschrieben, die US-amerikanische Pornodarstellerin Stormy Daniels. In einer Talkshow bei Jimmy Kimmel plaudert sie trotz Schweigegeldzahlung pikante Details über den Sex mit Trump aus. Verglich sein bestes Stück mit dem Pilz von Mario Kart. Seitdem steht sie auf der Abschussliste von militanten Trump-Anhängern und Nintendo-Fans. Er weiß, dass er einen ungewöhnlichen Penis hat. Er hat einen riesigen Pilzkopf, wie ein Fliegenpilz. Weißt du, wie viele Hassmails ich von Leuten bekommen habe, die Mario Kart lieben? Als Trump 2016 für das Amt des Präsidenten kandidierte, bekam Stormy Schweigegeld. Wenn es sich um Wahlkampfgeld handelte, wäre es ein Verbrechen. In 34 Fällen soll er laut Anklage außerdem noch Geschäftsunterlagen gefälscht haben. Doch Trump plädiert auf not guilty. Für das Polizeifoto, den sogenannten Mugshot, musste Trump nicht posieren. Dennoch kursieren im Netz zahlreiche Fakes. Der King of Selbstinszenierung verkauft auf seiner Kampagnenseite ein Polizeifotoshirt. Im Gericht noch kleinlaut, gibt er sich zurück in Florida, gewohnt aufmüpfig. Das einzige Verbrechen, das ich begangen habe, war die furchtlose Verteidigung unseres Landes gegen diejenigen, die es zerstören wollen. Dass Trump sein Headquarter demnächst ins Gefängnis verlegen muss, ist aber unwahrscheinlich. Die nächste Sitzung ist erst für den 4. Dezember anberaumt. Starten soll der Prozess dann im Januar 2024. Unser Korrespondent Axel Storm war in New York dabei. Schönen guten Abend, Axel. Guten Abend aus New York. Axel, das Erstaunliche war ja, dass gestern doch eher wenig Trump-Anhänger vor Ort waren. Wie ist das zu erklären? Ja, natürlich gibt es im Staat New York auch viele Trump-Anhängerinnen und Anhänger. Aber der Grund, warum keine Tausenden auf der Straße waren, sondern eher einige Hundert, der ist vor allen Dingen darin zu suchen, dass die Stadt New York im Vorfeld deutlich und klar kommuniziert hat, dass man hier keine Toleranz gegenüber Gewalttätern oder auch gegenüber gewalttätigen Demonstranten an den Tag legen lassen würde. Man hat heftige Strafen angekündigt für Leute, die sich daneben benehmen. Der Bürgermeister hat sich gemeldet. Und natürlich ist New York standesgemäß und traditionsgemäß zwar Trumps sozusagen Fundament für seinen geschäftlichen Erfolg, aber es ist eine liberale Stadt, vielleicht die liberalste der Vereinigten Staaten. Das war für ihn hier schon immer eine schwierige Bühne. Erstaunlich war aber außerdem auch, dass Trump vergleichsweise ruhig war. Warum? Naja, ich kann mir schon vorstellen, dass die Realität da einen gewissen Schock bei ihm ausgelöst hat. Er hat ja gestern Abend in Mar-a-Lago auch noch mal gesagt, er hätte nie gedacht, dass sowas in den Vereinigten Staaten möglich ist, einen ehemaligen Präsidenten vor ein Strafgericht zu zerren. Und ich glaube, als er dieses Gerichtsgebäude da betreten hat, in Lower Manhattan, da ist ihm schon klar geworden, dass es jetzt offenbar sehr, sehr ernst wird. Und es ist ja nicht das einzige Verfahren, das gegen ihn eingeleitet wurde. Genau, du sprichst es an. Abseits dieser Anklage droht ihm ja noch weiterer juristischer Ärger. Was kommt da noch auf ihn zu? Ja, das ist, wenn man es etwas flapsig formulieren will, ein ganzer Berg an Ärger, der da auf ihn wartet. In Georgia wird gegen ihn ermittelt, unter dem Verdacht, er habe möglicherweise das Präsidentschaftswahlergebnis fälschen wollen. Das ist ein sehr, sehr schwerwiegender Vorwurf. Und da gibt es ja diesen Sonderermittler, der eingesetzt wurde vom Justizministerium, der gleich in zwei Fällen gegen Trump ermittelt, nämlich zum einen in der Frage, inwiefern Donald Trump streng vertrauliche Dokumente aus dem Weißen Haus in seiner Privatresidenz in Mar-a-Lago untergebracht haben soll. Und natürlich, das ist vielleicht das brisanteste Ermittlungsverfahren, seinen Einfluss auf die gewalttätigen Ausschreitungen der Stürmung des Kapitols am 6. Januar 2021. Vielen Dank für diese Einschätzungen. Axel Storm war das in New York. Vielen Dank.